bitte links halten. Noch dabei. Was ist denn hier für eine Bremse? So. Weit und breit kein Auto. Radio Bob. Rock. Die Geschichte der Rockmusik ist ja voller Rätsel. Manche werden wir nie erkennen. Wieso sind denn hier zwei Streifen? Heute zum Beispiel ist nicht endgültig klar, was uns Don McLean mit seinem American Pie wirklich sagen wollte. Ebenso diffus ist es mit It All Over Now, Baby Blue von Bob Dylan. 1965 schrieb er den Song. Viele meinten, es immer geradeaus, die nicht erwidert wurde. Andere wiederum meinen, der Song handelt von Dylans langsamer Distanzierung von der klassischen Folkmusik, was rein logisch ja zu seinem heiß diskutierten 65er Auftritt beim Newport Folk Festival passen würde. It's All Over Now, Baby Blue ist genau wie Knockin' on Heaven's Door ein Dylan-Klassiker, der von vielen anderen Künstlern gecovert wurde und die damit sogar erfolgreicher waren. Ein paar Beispiele: John Baez, The Animals, Manfred Mann's Earth Band, The Birds, Joni Mitchell und natürlich Them, die nordirische Band. Immer geradeaus. Die sich 1960 in Belfast gründete, durch die Lande tingelte, aber erst 1964 einen Plattenvertrag erhielt. Aber da war die Band auch nur noch ein Haufen ab und an miteinander musizierender Künstler. Van Morrison verließ die Band sehr schnell, damit fehlte mit der charismatischen Stimme von Morrison immer geradeaus. Und damit war das Ende der Band schon 66 gekommen. Sie haben doch ein, zwei Wiedervereinigungsversuche gemacht, aber die haben nicht funktioniert. Sie hinterließen dennoch die erfolgreichste Interpretation von Bob Dylans It's All Over Now, Baby Blue. Nicht nur 1966 war dies ein Hit, 1974 gleich nochmal. Und wenn Van Morrison seine Solokonzerte gibt, dann gehört dieser Klassiker weiterhin zum Programm. Here's in them, It's All Over Now, Baby Blue. Stimmt, das ist auch echt die schönste Version von dem Lied. Bob Dylan, geiler Künstler, aber wenn er selbst spielt, nicht meins. Dann kannst du beim Laufen die Schuhe holen. Van Morrison hat schon eine geile Stimme gehabt, ey, leck dich am Arsch. Kreisel? Oh, was ist das hier? Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So. 111 Kilometer noch und dann haben wir es geschafft. Oh, schön hier mit Zug. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe ihn zwar schon mal von Weitem gesehen. Was liegt denn da? Müll. Aber so? Das ist ja cool. Schöner Güterzug.
immer geradeaus. War gerade ein alter Jaguar, glaube ich. Auch schön. Demnächst rechts abbiegen. Oh, wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Wir fahren ja auch erst seit 2 Stunden. Oh. Biege nach rechts ab. Mit Beschleunigungsstreifen. Immer geradeaus. Wer Rock will, Rock will, der braucht Radio Bob. Denn wir stehen total auf die Ramones. Wir gehen steil bei Germany. Alter, was machst du? Wir feiern die Foo Fighters. Fahr doch einfach mal raus, du Penner. Einmal einschalten. Immer abrocken. Hier ist Radio Bob. Deutschlands größtes Rockradio. What if I'm right and you are wrong? What if you knew it all along? What if I figured out that I did not belong? Boah, ich überhole den gleich. Penner, fahr doch mal. Okay, jetzt weiß ich auch, was die gelben Streifen hier neben dem weißen zu suchen haben. Eine Warnung, dass die Spur dann nicht mehr überholen darf. Alter, der hält eine Fahrerei hier. Blinkt der? Ja, der blinkt. Ein Glück. Und tschüss. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Nach Lahti. Gleich sind wir da. Kupikavia. Immer geradeaus. Hat aber nichts mit Kaviar zu tun, sondern ich glaube, ja, eine Tasse Kaffee sollte das heißen. Ich kann Finnisch. Im Leben. Mit den Ampeln oben quer, das finde ich immer noch ein bisschen witzig. Erster Aufenthalt in Lahti. Sehr schön. Oh, guck mal hier, mit Messanzeige, wie schnell ich fahre. Und Blitzer, okay. Dreckschweine. Ich war nicht so schnell. Oh, ein alter Zweier Golf war da gerade, habt ihr es gesehen? Auch cool. Guck mal, der! Super, beide Spiegel vor der Nase. Do you remember? Ach, schön. Haben wir es dann letztendlich doch noch geschafft, nach gefühlten 10 Folgen eine Strecke. Immer geradeaus.
Muss nach rechts rüber. Verdammt. Okay, die kriegen ab, sehr gut. Ach, nach rechts. Alter, ich bin so durch gerade. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Nein, erstmal muss ich bremsen. Ja, dann kann ich auch jetzt fahren, leck mich. Ich sehe eh schon, zahlen muss die rote Ampel. Kruzifix nochmal, echt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich sehe gerade auf meinem Kontostand, meine Mitfahrer hier, die fahren schön Kohle ein. Cool. Die Schilder, das war wieder knapp hinten im Hänger. Jo, wir sind da. Boah, habt ihr den lilanen Lambo eben gesehen? Der war ja grottenhässlich. So, noch einmal links, einmal rechts, einmal links, zweimal rechts und dann sind wir da. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Da gegenüber eine Ampel, das ist ja cool. Oh, schöner alter BMW hier. Ist das meine Ampel da vorne, die linke? Müsste ja, oder? Ja, cool. Haben die da gegenüber auch grün? Nee. Immer geradeaus. Was haben wir hier? Scania-Händler, oder? Demnächst rechts abbiegen. Ey, das ist doch zum Kotzen. Biege nach rechts ab. Da hat das Fragezeichen nicht mitgenommen. Ich muss gleich nochmal ohne Hänger hinfahren. Demnächst links abbiegen. Ich muss mir auch angewöhnen, dass ich, links abbiegen, wenn ich in der Stadt bin, und dann rechts abbiegen. Dass ich sämtliche Fragezeichen dann in der Stadt auch mitnehme. Biege nach rechts ab. So, wir sind da. Wir sind heile angekommen. Naja, einigermaßen heile. So. Nur mal sicher. So, wahrscheinlich hier irgendwo rechts. Alter, links. Da. Da wartet Shanana auf uns. Hä? Ach, ich bin mal ein Stück vor, ich wollte gerade sagen. Jetzt. Okay. So, abgesattelt. That's it. Alter, wir haben es geschafft. 2178 Kilometer. 66 Stunden. Bam. Aber wir sind wieder ein Level auf. Nee, sind wir nicht. Ein dämlicher Erfahrungspunkt. Ist das jetzt euer Ernst? Boah. So, wir fahren gleich weiter. Ich will die Fragezeichen hier noch abklappern. Komme ich hier irgendwie raus? Kein Bock hier zu drehen. Ich bin jetzt nicht an der Ecke hier hängen geblieben, oder?
Lala. So, hier hinten ist alles abgeklappert, nur noch dieses eine Fragezeichen, das holen wir uns jetzt noch. Und in die Werkstatt fahren wir da auch nochmal. Wir wissen, was ich an Schäden alles gebaut habe. Es waren einiges auf den 2000 Kilometern. So, was haben wir denn hier? Scania-Händler, sag ich doch. Cool. Da müsste doch auch hier eine Werkstatt dabei sein, oder? An dem Händler ist doch meistens auch eine... Nein, ist nicht. Gut, dann fahren wir nochmal hinter in die Werkstatt. Ich hoffe, wenn der hier reinfährt. Penner. Überhaupt für ein Industriegebiet für den Verkehr, Mann. Wisst ich jetzt. Bin hier. So. Rammstein eine Tour ankündigen, ist diese sofort restlos ausverkauft. Aber wir wären nicht Radio Bob, wenn wir nicht doch noch ein paar allerletzte Tickets für euch in der Schublade hätten. So, okay, zum Abschluss von der Aufnahme hier gucken wir nochmal gerade. Genießt das Konzert als VIP mit Essen und Getränken bis zum Abend. Oh, 2000 geht, was haben wir denn? Pfarrerhaus. Okay, geht noch. Geht noch. Gut. Können wir auch gerade noch, dann haben wir das auch hinter uns. Radio Bob, Nachrichten, das Wichtigste aus Hessen und der Welt. Ich bin Dirk Justus. Um die Folgen der Corona-Krise abzufedern, hat der Bundestag den Weg. Moment, haben wir noch Zeit? Dann können wir mal kurz nach dem Garagenmanager gucken. Was ist denn im Detail geplant? Also es geht vor allem darum, Unternehmen, Selbstständigen und Familien, aber auch dem Gesundheitssystem finanziell unter die Arme zu nehmen. Wir können natürlich auch woanders einigermaßen gut durch die Krise kommen. Noch eine Garage kaufen, aber wenn wir jetzt aufrüsten, was kostet mich der Spaß? Schulden machen, die 100.000 ist also passé. Auch der Bundesrat will das Paket noch diese Woche durchwinken, damit die Maßnahmen so schnell wie möglich greifen können. Die Abschlussprüfungen an den Schulen sollen trotz der Corona-Krise. Und ich fürchte, wir sind jetzt wieder in Frankfurt. Die Kultusministerkonferenz. Oh gut, das war ja so geplant. Zuvor hatte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien vorgeschlagen, die Prüfungen ausfallen zu lassen. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Deutschland ist mittlerweile auf über 35.000 gestiegen. Ich mach mal das Radio aus, jetzt wollen wir hier nicht fahren. Der Johns Hopkins Universität hervor. Es werden inzwischen nur noch bestimmte Menschen mit Symptomen getestet, und zwar Ärzte und Pfleger, Menschen mit Vorerkrankungen und Ältere. Egal ist jetzt auch, ob jemand in einem Risikogebiet war. Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts. Entschuldigung, tut mir leid. Diese Änderungen dabei helfen werden, die Ressourcen für Tests gezielter einzusetzen. Denn natürlich haben wir nicht so viele Tests, dass man die einfach sinnlos einsetzen kann, sondern wir müssen strategisch, sinnvoll, gezielt diese Tests einsetzen. Das bindet sonst nur unnötig Laborkapazitäten. Oh, ich habe jetzt auch eine eigene Tankstelle. Überschwemmen derzeit die Märkte mit gefälschten Medikamenten und Atemschutzmasken. Das hat die europäische Polizei. Versuch mal, ob ich, wenn ich dran denke, dass hier den Stoß gegen das Mikro rauszuschneiden. Ich glaube, das war für eure Ohren nicht gut. Aus dem Verkehr gezogen. So. Das Ergebnis des zweiten Coronavirus-Tests von Radio wollten wir ausmachen. Nein, negativ. Radio wollten wir ausmachen. Das hat ein Regierungssprecher mitgeteilt. 12,06% der Strecken haben wir bis jetzt erkundet. Und wird sich Anfang der kommenden Woche erneut testen. Das ist so krass. Lassen. Bobs Nacht. Hier ist Radio Bob. Rock'n'Pop. So. Radio aus. Nicht Radio Bob, Radio aus. Ach, jetzt fängt direkt die andere Musik wieder an. So. Wir wollten einen LKW noch kaufen. Mal gucken, ob die Kohle langt. Die haben wir alles gemacht gehabt, gell?
Können wir das eigentlich auch für unsere Fahrer machen oder machen die das selbstständig? Ach, guck mal hier, du. Fährt aber in erster Linie hier in Frankfurt rum, in Deutschland rum. Okay. Die Madame. €11,11 pro Kilometer. Ja, gut, dass die nicht weiter wegfährt. Was mit Noah? Fahrtbuch angucken. Ah, hier, Monsieur, Frankreich. Sehr schön. Und der hat hier auch gerade meinen Hänger am Wickel. Cool. Ja, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, LKW-Händler. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bis hierhin schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall welchen, auch wenn die Strecke echt lang war und mir der Arsch jetzt platt ist. Aber wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Habt noch einen angenehmen Abend. Macht's gut. Und ich sage tschö mit dem.